Und dieses bauchbetonte Übergewicht ist einfach gefährlich. Ne? Dieses viszerale, ne, im Bauch befindliche Fett. Und das, was sie jetzt erreichen möchte, ist eine gesunde Gewichtsreduktion für immer. Gesund heißt auch, Achtung, keine Crash-Diät. Nicht plötzlich nur noch 500, 800 Kilokalorien am Tag essen. Das geht im wahrsten Sinne des Wortes häufig in die Hose. So, und dann gucken wir die Ursachen für dieses Übergewicht. Familiäre Disposition. Ja, die Gene haben gerade mit so einem chronischen Übergewicht zu tun, ohne Frage. Aber Verhältnisse von außen, Einflüsse von außen sind wie immer hier entscheidend. Auch das Suchtverhalten, also rauchen zu müssen, trinken zu müssen, ist vererbt. Das sieht man häufig an der Familiengeschichte bei einer entsprechenden Anamnese. Fehlernährung, Alkohol, Bewegungsmangel. Je mehr Gewicht wir haben, desto weniger bewegen wir uns, weil es anstrengend ist. Verständlich, aber fatal. Das Alter, habe ich schon gesagt, spielt eine Rolle. Bei ihr mit 27 noch nicht so, aber bei ihrer familiären Disposition muss sie gerade aufpassen, wenn sie an die 40 herankommt. Nicht, dass es nicht wirklich dann in einer Adipositas mündet. Natürlich spielen die Hormone eine Rolle, Schilddrüse zum Beispiel, Nebenniere zum Beispiel. Medikamente. Cortison ist ein Antagonist, also ein Gegenspieler des Insulins. Antibiotika haben eine riesige Auswirkung auf das Mikrobiom, auf unseren Bauch und Achtung auf unser Körpergewicht. Komme ich noch drauf. Und natürlich die Fehlbesiedelung des Darms, auch die wird häufig vererbt. Ich sehe es immer wieder in der Familienanamnese, dass viele Familienmitglieder bis hin zu Urgroßvater die annähernd gleiche Darmsymptomatik haben. Also Vererbung durchaus auch hier. Kommen wir noch mal zu den Hormonen. Unsere Darmbakterien regeln unseren Hormonhaushalt. Eine Fehlbesiedelung führt hier zu einer Dysbalance im Hormonhaushalt. Eine Dysbalance ist das sogenannte Östrobolom. Das bedeutet, dass bestimmte Bakterien, die uns besiedeln, Östrogen produzieren können. Östrogen hat letzten Endes auch auf das Gewicht einen Einfluss. Also wir sehen hier nur an dem Beispiel Östrogen, dass unsere Darmbakterien bei dem Gewicht und bei der Gewichtsentwicklung eine riesengroße Rolle spielen. Hier unsere Freunde, die wir im Darm haben, die aber ihr Eigenleben führen. Wir haben ja schon häufig gehört, dass diese Bakterien bestimmte Stoffwechselprodukte ausscheiden. Und diese Stoffwechselprodukte sind Signal für unsere Körperzellen, bestimmte Dinge zu tun oder nicht. Und diese Signale spielen eine entscheidende Rolle beim Gewicht, wie wir noch sehen werden. Das nächste Thema sind Antibiotika. Antibiotika zerstören wichtige Darmbakterien, Antibiotika schädigen die Darmschleimhaut. Antibiotika bringen vor allen Dingen auch unser darmgesteuertes Hormonsystem durcheinander. Das heißt, es hat Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Antibiotika schädigen immer unsere Darmschleimhaut, sie schädigen immer unser gesundes Mikrobiom. Und es hat Studien gegeben, eine ganze Reihe von Studien, eine Meta-Analyse habe ich Ihnen einmal mitgebracht. Mit 23 Studien und über 1 Million Teilnehmer, also da kann keiner mehr sagen, diese Studien sind nicht wirkungsvoll gewesen. Antibiotikaeinnahme hat man festgestellt im zweiten Drittel der Schwangerschaft und/oder während des Stillens oder auch für das Neugeborene, was relativ häufig vorkommt, gleich nach der Geburt führt bei diesen Kindern zu einem späteren Übergewicht. Häufig sind das schon diese sehr properen Babys. Das sind die properen Kleinkinder. Das mag man als niedlich bezeichnen, aber Achtung! Aus einem properen Kind entwickelt sich höchst selten ein schlanker Erwachsener. Achtung mit diesen Anfängen!
Ganz interessant auch, ich kann nur kurz darauf eingehen, es gibt da ein ganzes Video von mir, auch in der, unter YouTube. Stress und Traumata sind Dickmacher. Warum? Weil sie eine Auswirkung vom Bauch heraus auf unseren Vagusnerv haben. Der Vagusnerv ist unser wichtigster Nerv des vegetativen Nervensystems. Der das Darmhirn, das sehr viel größere Darmhirn, mit dem Kopfhirn verbindet. Und dieser Vagusnerv reguliert auch Hunger- und Sättigungsgefühl. Wenn wir als Säugling nicht so gefüttert wurden, wie wir uns das gewünscht haben, oder wenn wir häufig schreien mussten als Säugling und unsere Eltern vielleicht gesagt haben, ach, lass ihn mal schreien, wir kümmern uns etwas später drum, dann hat sich dieser Gedanke in uns festgesetzt, ich muss immer ganz besonders stark für mich selber sorgen. Wir unterteilen in der Tat die Welt in Gut und Böse in diesem Moment. Denn Hunger ist unser elementarstes Gefühl. Wir müssen essen, sonst überleben wir nicht. Und wenn es da Störungen gab im frühen Kindesalter, dann funktioniert unser Sättigungsgefühl oder dieses Zusammenspiel zwischen Sättigungsgefühl und Hungergefühl nicht mehr. Das sehen wir hier auch ganz deutlich. Hier haben wir den Vagusnerv, einmal hier natürlich auch wunderbar zu sehen, mit seinen vielen Ausuferungen sozusagen rechts und links und dieser direkten Verbindung vom Bauch zum Gehirn. Und hier sehen wir das aber auch nochmal hier, die Auswirkung dieses Vagusnerves auf unsere Hormone, vor allen Dingen auf die Hormone, die im Bauch produziert werden. Und das ist ja unter anderem eben auch das Leptin, nicht, was unsere Sättigung reguliert. Also Achtung damit, fragen Sie Ihre Patienten, auch durchaus Ihre Kunden in der Apotheke danach, was war in der Kindheit? Einige können sich das vielleicht noch von ihren Eltern dann erzählen lassen. Und das ist mit ein Grund, und das beruhigt auch so ein bisschen, dass man nicht dringend selber schuld ist an diesem Übergewicht. Unsere Urahnen führen natürlich oder haben auch einen großen Einfluss darauf. Nein, wir stammen nicht von Mäusen ab, das will ich hiermit nicht sagen. Aber unsere Urahnen mussten ihr Essen im Gegensatz zu uns jagen. Das heißt auch, dass es Hungerzeiten zu überwinden gab. Manchmal wurde tagelang einfach nichts gefangen oder nichts gefunden. Und dann musste man hungern. Diejenigen, die Darmbakterien hatten zu dem Zeitpunkt, die ganz besonders viel aus der Nahrung herausholen und bunkern können, hatten bessere Überlebenschancen. Sie konnten einfach mit ihrer Nahrung mehrere Tage haushalten. Wenn wir aber von unseren Urahnen diese Bakterien, die bunkern, geerbt haben und wenn wir heute ein überbordendes Angebot an Nahrungsmitteln haben, dann haben wir schlechte Karten. Gerade dann müssen wir ganz besonders darauf achten, nicht so viel nebenbei zu essen. Zweimal am Tag, dreimal am Tag, ich komme noch genauer drauf, satt essen, aber nicht permanent essen. Ganz wichtig, gerade bei diesen Genen. Gibt es denn diese Schlagmacherbakterien noch in uns? Sind die auch mit vererbt? Ja, das sind die Bacteroidetes. Die Bacteroidetes sind großartig für uns jetzt. Früher waren sie es nicht, aber jetzt sind sie toll, weil wir so viel essen können und es meistens auch tun. Sie verkapseln überschüssige Kohlenhydrate und bringen sie mit dem Stuhl raus. Das ist eine Kalorienersparnis von rund 200-300 Kilokalorien am Tag. Es gibt aber natürlich auch genau die anderen, das sind die Firmikuten. Die haben unseren Urahnen häufig das Leben gerettet, wenn sie nichts zu essen bekamen. Uns machen sie das Leben schwer, weil die stellen unserem Körper sehr viel mehr Kalorien zur Verfügung. Die holen das Letzte raus aus der Nahrung, schieben das in unseren Körper, in den Stoffwechsel und wir haben somit über den Darm 200-300 Kilokalorien am Tag mehr. Wenn Sie sich das pro Tag ausrechnen, ist das eine ganze Menge. Nicht? Diese Polsterung ist hier das Problem. Man kann es messen im Labor, hier zum Beispiel bei Viovis, Firmicuten-Bacteroidetes-Ratio sollte hier unter 1,5 liegen. Hier haben wir schon mal eine Ratio von 2,14 und somit
genetisch bedingt die Veranlagerung für Übergewicht, so wie bei Mara zum Beispiel. Zu wenig Nahrung, zu wenig Vitalstoffe, zu wenig Nährstoffe sind ein Dickmacher. Wir müssen essen, um Gewicht zu verlieren, so verrückt wie das klingen mag. Wenn unser Körper nicht ausreichend Nährstoffe bekommt, die er braucht, um zum Beispiel die Mitochondrien, also die Kraftwerke in unseren Zellen, zu versorgen, dann wird da jede kleinste Faser, die wir ihm irgendwann mal geben, bunkern. Und wo bunkert er? Hier, auf den Hüften, im Bauch. Das heißt, wir müssen regelmäßig unseren Körper, unsere Körperzellen, unsere Mitochondrien mit Nährstoffen versorgen. Die schlechte Nachricht, nein, es sind keine Zuckerbomben, die hier gebraucht werden. Es sind Vitalstoffe allen voran. Es sind Spurenelemente, mehr Mineralien, Vitamine. Es ist natürlich auch Fett. Ja, es sind auch Kohlenhydrate. Es ist Eiweiß allen voran, weil aus Eiweiß der Körper überhaupt seine Struktur aufbaut. Also wir müssen essen. Nur das Richtige, das ist entscheidend und nicht permanent. Zu viel Zucker ist ein Dickmacher. Da kommen wir nicht drum rum und ich werde Ihnen jetzt gleich auch einmal zeigen anhand der Insulinkurve, vielleicht kennen Sie die schon, warum Zucker Fett speichert. So, hier haben wir Sie unsere Insulinkurve, das heißt, hier in der Nacht hat die Bauchspeicheldrüse und die Leber gemeinsam die Aufgabe, unseren Blutzuckerspiegel immer einigermaßen konstant zu halten. Das heißt, auch nachts wird unser Körper mit Zucker versorgt. Muss ja auch. Unser Gehirn braucht Zucker, unsere Körperzellen brauchen Zucker. Also das läuft nachts von selber. Jetzt haben wir nachts eine hohe Fettverbrennung. Jetzt stehen wir auf, sagen wir mal so gegen 7. Um 8 gibt es dann leckeres Frühstück. Müsli, Brötchen, gerade so ein Müsli mit viel Milch. Und mit Cerealien, mit allem das, was so ein Kellogg's Knuspermüsli vielleicht hergibt oder eben auch ein Brötchen. Was passiert? Unser Zucker geht hoch, Insulin ist das hier, diese blau gestrüffelte Linie, geht mit hoch. Was passiert mit unserem Fett? Die Fettverbrennung rauscht in den Keller. Sie findet quasi nicht mehr statt. Jetzt ist der Blutzucker hier irgendwann wieder im normalen Bereich, weil die Körperzellen den Blutzucker aufgenommen haben. Das Insulin bleibt immer noch ein bisschen länger hoch und fällt hier jetzt langsam ab. So hier ungefähr könnten wir dann schon wieder was essen. Häufig machen wir das auch. Jetzt um 12 gibt es Mittag. Ganz schnell Pasta, Pizza, vielleicht noch mal ein Brötchen. Was passiert mit unserem Blutzucker? Er geht richtig hoch. Was passiert mit unserem Insulin? Es geht noch höher. Und Achtung, je höher hier bereits Blutzucker und Insulin waren, umso höher und ausgiebiger ist die Reaktion auch hier. Fettverbrennung, keine Chance. Keine Fettverbrennung. Jetzt wird es kritisch. 14 Uhr ungefähr. Jetzt ist der Blutzucker wieder verstoffwechselt. Er rauscht, je höher diese Spitze ist, umso steiler hier auch ab. Insulin ist immer noch ein bisschen hoch als Wächter. 14 Uhr, 14:30 Uhr könnten wir schon wieder dringend irgendetwas Süßes verschlingen und wir werden müde. Nochmal, von der Spitze hier, von der Spitze dort hängt dieses Loch ab, in das wir fallen gegen 14.30 Uhr. So, jetzt kommt unsere Fettverbrennung allmählich wieder in Schwung, wenn wir hier nichts mehr essen. Wenn wir hier jetzt natürlich um 16 Uhr nochmal ein Stück Kuchen essen, ein paar Kekse, dann geht diese Spitze wieder hoch und das ganze Theater fängt von vorne an. So, gegen Abend werden wir einigermaßen vernünftig. Zu Hause gibt es nur noch Gemüse, vielleicht Gemüse mit ein bisschen Eiweiß, eine Suppe. Was passiert? Unser Blutzucker reguliert sich wieder, unsere Fettverbrennung steigt an. Haben wir hier heute Abend auch nochmal Kohlenhydrate, geht natürlich die Kurve wieder hoch. Und das ist genau das Problem. Dieses permanente Ansteigen, Abfallen und so weiter der Zuckerkurve und der Insulinkurve hat eine dramatische Auswirkung auf unsere Fettverbrennung. Und letzten Endes natürlich auch auf die beginnende Insulinresistenz. Jetzt gucken wir uns mal
die Zuckerbomben an, von denen wir vielleicht gar nichts wissen. Also ein Würfel Zucker wiegt so rund 3 Gramm und hat 12 Kilokalorien. Ein Brötchen hat dann jetzt schon mal, ein Brötchen ohne irgendwas, nur so pur, 2 von diesen Zuckerwürfeln. Ganz schlimm sind Fruchtdrinks, 35% Zucker. Ketchup, 25% Zucker, mindestens. Joghurtschnitte, ha, Kindermilchschnitte. Die Lebensmittelindustrie ist unser größter Feind. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber aus meiner Erfahrung ist das so. Was hat eine Kindermilchschnitte für einen gesunden Effekt? Überhaupt keinen. Es ist eine Zuckerbombe und eine Joghurtschnitte ganz genauso. So, die Fischstäbchen haben in ihrer Panade was? Klar, Zucker. Also bei einer Portion so 5, 6 Fischstäbchen kommen sie auch locker auf ihre 3 Zuckerwürfel. Das können Sie sich ja jetzt mal zusammenrechnen. Dann kommt unser Joghurt, der innig geliebte Fruchtjoghurt von Lünebess, Weihenstephan, wie sie auch immer, Hansano, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Sie können mal davon ausgehen, dass so ein Himbeerjoghurt in seinem bewegten Joghurtleben nicht eine einzige Himbeere gesehen hat. Das ist Chemie. Und damit wir das nicht schmecken, ist was drin? Zucker. Je weniger Fett, desto mehr Zucker. Und hier haben wir die Leberwurst. Ja, Leberwurst, Wurst überhaupt, hat Zucker. Hätten Sie nicht gedacht. Drei, nur so eine Portion, hatten letzten Endes auch mal 3 Stück. Jetzt können Sie sich ausrechnen, so ein Brötchen, nur ein Brötchen ohne Butter, nur mit Leberwurst, 5 Stück Zucker bereits. Da haben Sie noch nicht Mittag gegessen, noch nicht zu Abend gegessen. Jetzt kommen wir hier nochmal zu den sogenannten Smoothies. Bis zu 40% Zucker, Rotkohl. Die Weihnachtszeit ist jetzt Gott sei Dank vorbei, aber dennoch, die nächste kommt bestimmt. Ein Glas Rotkohl. Was meinen Sie, wie viele Zuckerwürfel da drin sind? 25. 25 mal 12 Kilokalorien. Nur Rotkohl. Da haben Sie noch keine Kartoffel zu gegessen und kein Kassler. So. Hier geht es weiter. Knuspermüsli. Sie sollten wirklich achtsam sein, immer bei dem Begriff Knusper. Knusper, Knusper, so schön, weil Zucker drin ist. 100 Gramm Knuspermüsli haben 28 Gramm Zucker, aber diese wichtigen Ballaststoffe, die wir dringend brauchen für unsere Darmbakterien einerseits, aber auch für uns, um satt zu werden. Ballaststoffe sind für den Körper Ballast, das heißt, er kann sie nicht verwerten, wir ziehen keine Kalorien daraus. Aber wir werden satt, deshalb sind sie so wahnsinnig wichtig. Und sie füttern gleichzeitig unsere wichtigen Darmbakterien, die lieben Ballaststoffe. Also, wir haben in diesem Knuspermüsli eine Zuckerbombe von 28 Gramm und so gut wie keine Ballaststoffe. In den Haferflocken sieht das schon ganz anders aus. 100 Gramm Haferflocken können Sie kaum essen. Ist wahnsinnig viel, werden Sie super satt. 0,8 Gramm Zucker. Klar haben wir auch im Haferflocken ein bisschen Zucker, aber guck mal, 9,7 Gramm Ballaststoffe. Und jetzt vielleicht noch dazu ein bisschen Kleie, Haferkleie, Weizenkleie. 1,9 Gramm Zucker, ein bisschen mehr als die Haferflocken, aber nochmal eine riesen Ansammlung von Ballaststoffen. Das wäre ein optimales Frühstück. Haferflocken, Haferkleie, Haferflocken, gerne etwas einweichen, damit die Phytinsäure nicht die guten Nährstoffe raubt und nicht kochen. Nicht kochen, einfach auch wegen der Phytinsäure und vor allen Dingen wegen der Spurenelemente. Nicht kochen, aber einweichen und gerne Haferkleie dazu. Dazu ein zum Beispiel Schafsjoghurt, keine Milch nach Möglichkeit und schon haben Sie Ihr super gesundes Frühstück. Achtung mit Knusper. Und Achtung mit Frucht, Trockenfrüchte. 85, Quatsch, 85 wäre noch schlimmer. 58 Gramm Zucker auf 100 Gramm Trockenfrüchte. Über die Hälfte. Achtung damit. Achtung auch hiermit. Ein Apfel hat 2 Würfel Zucker ungefähr. Und was hat er noch? Ballaststoffe. Ein Apfelsaft hat die doppelte Menge und keine Ballaststoffe. Also mein Tipp, lieber einen Apfel essen oder wenn es doch ein Getränk sein soll, alles was mit Frucht zu tun hat, mindestens zur Hälfte mit Wasser verdünnen.
Vorsicht vor allen Dingen vor Glucose-Fructose-Sirup. Diese Art von Fructose ist ganz, ganz, ganz schlecht für den Körper. Sie ist auch gefährlich für den Körper, weil sie von der Leber zu Fett umgewandelt wird. Und das erste Organ, was dann verfettet, ist die Leber selber. Das ist das eine. Zum anderen speichert die Leber Glucose, gerade Fructose, nicht Glucose, Fructose, als Fett und schiebt dieses Fett in die Bauchhöhle. Dann haben wir eben genau das, diesen dicken Bauch mit all seinen gefährlichen Auswirkungen. Natürlich hat auch ein normaler Apfel, eine Birne, was auch immer hat, Fructose, die meine ich aber nicht. Ich meine die von der Industrie Nahrungsmitteln zugesetzte Fructose. Haribo-Schnecken esse ich für mein Leben gern, bis ich drauf geguckt habe auf die Verpackung, die habe ich Ihnen hier mal mitgebracht, ne? Glucose-Fructose-Sirup. Also achten Sie drauf. Glykämischer Index kennen wir, die meisten zumindest, durch Nikolai Worm, der diesen Index irgendwann mal ins Leben gerufen hat. Gegarte Möhren 700 Gramm haben eine Blutzuckerreaktion von 70. 70 ist einfach eine Maßeinheit. 700 Gramm gegarte Möhren können Sie kaum essen. Das ist viel. Genau die gleiche Blutzuckerreaktion erreichen Sie mit 5 Scheiben Weißbrot. Einfach 5 Scheiben Weißbrot, da ist nichts drauf. 5 Scheiben pures Weißbrot würden Sie im Leben nicht essen, schmeckt einfach nicht. Hat auch null Nährstoffe für den Körper. Was bedeutet, er wird spätestens nach einer Stunde sich melden und sagen, ich habe Hunger, weil ihm wichtige Nährstoffe fehlen, die er noch nicht bekommen hat. Aber die Blutzuckerreaktion, die haben Sie schon mal und die ist genau die gleiche. Also unbedingt darauf achten, was Sie essen. So, jetzt haben wir fertig fürs Erste. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Ganz wichtig ist, bleiben Sie fröhlich. Und denken Sie dran, es gibt Phasen, da braucht der Körper einfach mehr Gewicht. Also seien Sie liebevoll mit Ihrem Körper, mit sich selber, mit Ihren Bakterien. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Also machen Sie es gut. Tschüss, tschüss.